Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. An seine geliebte Tochter Lutzde Maria. 07. November 2020. Mein geliebtes Volk. Mein treuer Rest ist tapfer, stark und unerschrocken. Ich habe Geschöpfe auf der ganzen Erde dazu berufen, Teil meines heiligen Restes zu werden, und ihre Antwort darauf war größtenteils positiv und bejahend. Allerdings werden jene, die arm und verzweifelt sind und mir wegen weltlichen Belangen den Rücken kehren, mich verraten und mein Volk vom Weg abbringen, weshalb sie wiederum Angst und Schrecken erfahren werden. Sucht nicht nach dem Weltlichen, der Dämon präsentiert es euch überall und allerorten, und die Menschheit hat dies so akzeptiert. Das menschliche Geschöpf muss sich in meinem Kreuz wiedererkennen und sich selbst, mit mir zusammen, betrachten, damit es wahrhaftige Liebe, wahrhaftigen spirituellen Sinn und wahrhaftige grenzenlose Hingabe finden kann. Dies schafft ihr, wenn ihr euch mit meinem Kreuz der Herrlichkeit und Majestät vereint, ein Herz aus Fleisch und Blut in euch tragt und keinen Stein, den nur der Dämon rühren kann. In diesem Augenblick treten die Mächtigen hervor, die diese Welt regieren, und sie installieren in jedem System, welches sie selbst hervorgebracht haben, nun Richtlinien, die diese Generation in großes Leid und Schmerzen führen werden. Verwirrung ist ihr Instrument, das Schmerz, Chaos und eine neue Religion hervorbringen soll, die nicht von mir stammt und nur dazu da ist, euch spirituell vom Weg abzubringen und damit ihr eure Seelen für immer verliert. Ströme der Verwirrung, 1, werden zur Normalität in Situationen, die ihr in diesen Augenblicken erlebt. Weicht nicht von meiner Seite, entfernt euch nicht, bleibt standhaft. Die Mächte der Weltwirtschaft haben die Absicht, euren Verstand zu manipulieren. Man will euch glauben lassen, dass Krankheiten nur dann bekämpft werden können, wenn ihr euch voneinander isoliert. Kinder, dies wird nicht die einzige Krankheit sein, denn sie planen, noch viele weitere Krankheiten auf die Menschheit loszulassen, allesamt ein Produkt des menschlichen Willens und nicht des meinigen. Versucht nicht in allen Dingen herausragend zu sein, wichtiger ist es, dass ihr wahre Experten meiner Liebe, des Glaubens, der Hoffnung und der Nächstenliebe werdet. Ihr seid dazu berufen, meinen Plan zur Rettung der Menschheit in die Tat umzusetzen. So wie ich damals schon Jünger auserwählt habe, tue ich es auch heute wieder und bitte euch, mir ohne Wenn und Aber zu folgen, um meinen treuen Rest auf das Kommende vorzubereiten. Ich bitte euch, wie ich liebe zu sein, transparent für andere, damit ihr einander vertrauen könnt und euch gegenseitig beschützt, wenn meine Kirchen geschlossen werden und ihr von mir entfernt werdet. Ihr werdet bald erleben, dass sich Brüder gegen Brüder erheben, die menschliche Grausamkeit ans Licht kommt und die Manipulation ganzer Nationen durch die Mächte der Welt, in welcher Form auch immer, bekannt wird. Mein geliebtes Volk. Wartet nicht auf morgen, ihr müsst euch jetzt ändern. Im Himmel werden beängstigende atmosphärische Phänomene sichtbar, die Vorboten sind für einen Himmelskörper, der sich überraschenderweise der Erde nähert. Ich komme zu euch, damit ein jeder sich selbst und seinen Handeln darüber überprüfe, ob es meinem Gesetz entsprochen hat oder nicht. Ein jeder wird sich selbst Richter sein, der vom Heiligen Geist erleuchtet wird, damit ihr euch nicht selbst täuscht und euch mit dem richtigen Maß messt. 2. Wartet nicht auf Zeichen, denn sie sind mitten unter euch, und je mehr Zeit verstreicht, umso größer und erschreckender werden sie. Mein Volk, bleibt wachsam und geratet nicht in die Fänge des Dämons. Ihr wartet darauf, dass man euch mit dem Zeichen des Dämons kennzeichnet, aber angesichts des Wissens, welches der Mensch bereits über die Pläne des Bösen gesammelt hat, wird man dieses einführen, ohne dass ihr etwas davon bemerkt. Verliert nicht eure Seelen, rettet sie. Betet, Kinder, betet für das Land im Norden. Der Adler wird überraschend eingenommen. Betet, meine Kinder, betet für England und Frankreich, der Terrorismus färbt ihr Land rot.
Betet, meine Kinder, betet, denn in Spanien fließt Blut und meine Kinder leiden. Betet, meine Kinder, betet für Puerto Rico, denn es wird erschüttert. Betet, meine Kinder, betet für Argentinien, ihm fehlt es an Nahrung und sein Volk irrt sich. Mein Volk, um zu mir zu kommen, müsst ihr erst durchs Feuer gehen und dem würdig sein. Der Wille des hochmütigen Menschen hat das Eintreffen der Ereignisse noch beschleunigt und der Wunsch nach Macht der Wirtschaftsgiganten hat die Krankheit ins Leben gerufen. Die ganze Welt ist verunsichert. Mein Volk wird zu mir zurückkehren und wieder mein Volk sein und ich ihr Gott. Es wird keine fremden Götter akzeptieren, denn ich will euch Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Jer 7, 23, von nun an bis in Ewigkeit. Ich segne euch, mein Volk. Euer Jesus. Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. 1. Über die große Verwirrung des Menschen. 2. Über die Warnung. Kommentar von Lutz de Maria. Brüder und Schwestern. Diese Worte unseres Herrn Jesus Christus sind eine allumfassende Warnung für die Menschheit, ein Appell an das Gewissen eines jeden Geschöpfes, damit es sich im Voraus seiner Fehler bewusst wird und sie im Sakrament der Versöhnung vortragen kann. Es soll ihm die Möglichkeit geben, dies zu tun, bevor das Ereignis eintrifft, bei dem sie ihr Inneres betrachten werden und infolgedessen die Abwesenheit Gottes spüren werden, die für die Geschöpfe unbeschreiblich schmerzhaft sein wird. Die aktuelle Situation, in der wir uns befinden, ist zwar schmerzhaft, aber dennoch müssen wir aufmerksam bleiben angesichts der Dinge, die uns aufhorchen lassen müssten, wie zum Beispiel die Schändungen der Kirchen und die dämonische Raserei und Besessenheit, mit der Bilder und Statuen geköpft werden. Wie uns unser Herr in dieser Botschaft mitteilt, ist der Kommunismus abermals erwacht und nimmt die Menschheit ein, nicht mit bewaffneten Truppen, sondern durch ausgewählte Aktivisten, die den Mob aufhetzen. Dies sind die Strategien des Dämons in dieser Zeit und unsere Mutter sagt dazu: Am Ende wird mein unbeflecktes Herz siegen. Was erwacht zu neuem Leben und das Volk Gottes sieht es nicht. Amen.